Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video hier auf YouTube. Ich hatte es ja schon angekündigt, ich befinde mich jetzt im Hurricane Back und werde hier mit den Quests weitermachen. Und dafür brauche ich jetzt erstmal die Regenbogenpieper. Es ist noch früh am Morgen, deswegen ist in der Gilde noch nicht ganz so viel los. Aber das soll uns nicht weiter stören. Ja, interessant ist hier wieder, wie die Aufteilung der Quests ist. Ich meine, die Monster, die gehen jetzt relativ fix down. Die sind ja nur Level 54 hier am Anfang. Das ist kein Problem mit Level 57 und einem vernünftigen Stab. Da geht es dann halt auch zum Glück relativ fix, was die Quests angeht. Hier gibt es wieder keine Instanz. Das heißt, hier kann man wirklich nur stupide Monster klatschen hintereinander. Aber die Quests geben halt genauso EP jeder andere Hauptquest auch. Ja. Genau das ist ja der Anreiz hier. Wir brauchen halt jetzt für die Hauptquest brauchen wir Giftstorm, Adler, Eier. Dort können auch Viecher rauskommen. Die kann man auch getrost ignorieren, also man muss die nicht machen. Braucht man für keine Quest. Sie nerven halt einfach nur. Ne? Wenn man sich überlegt, man macht da zig Eier und da kommt dann jedes Mal so ein fucking scheiß Vieh raus, dann ist das schon ziemlich nervig. Ja, das Interessante daran ist, dass für die Hauptquest wir die Regenbogenpieper noch gar nicht brauchen, für die Burgquest aber schon. Das lässt annehmen, dass wir die Regenbogenpieper danach nochmal brauchen, vielleicht, aber ich klopfe sie einfach trotzdem schon. Also hier so schön im Weg stehen und es bringt ja wie gesagt immer KP und EP so zu klatschen. Und gerade KP haben wir bitter nötig. Ja, Mana ist immer noch so eine Geschichte, ne? Davon kann man nie genug haben. Am Längen. Und ich frage mich so ein bisschen warum. Denn diesmal habe ich nicht zahlreiche Programme laufen, die das Spiel irgendwie zum Längen bringen können. Nein. Nichts dergleichen. Ja, mit dem Sperling geht das Kloppen von Monstern natürlich noch leichter und schneller. Jetzt echt 14 Stück von den Eiern. Ah, okay. Das nervt, aber gut. Mache ich die. Ja, weil was immer halt sehr lustig ist, man kann ja auch in den Gebieten Ruhm farmen. Und hier im Hurricane Becken gibt es einen ziemlich guten Ring. Den Hurricane Becken Ring. Der ist in dem Sinne gut, dass er LP wiederherstellt, was beim Run, also wenn man Fähigkeit einsetzt, hat man nicht raus. Dass sich die HP wiederherstellen, ja, die LP, und ja, das ist beim Runnen von Monstern ziemlich praktisch, weil man da sehr viele Monster am Arsch kleben hat und ja, die Wahrscheinlichkeit dann einfach sehr hoch ist, dass sich dieser Ring aktiviert und dann kriegt ihr HP wieder als Hot, so. Der wirkt dann eine Zeit lang, dann ist er weg und dann aktiviert er sich eigentlich direkt schon wieder, wenn man Glück hat. Ja, also man kann natürlich auch Pech haben und Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass der nicht mal nicht pockt, aber es vereinfacht halt so Run, beziehungsweise macht es teilweise sogar erst möglich, ja. Das ist so das, was viele Leute sich hier erfahren. Dafür braucht man hier, glaube ich, 6000 Ruhm oder so. Ja, 6000. 9000 braucht man für die Trophäe. Und um diese 6000 Ruhm zu bekommen, müsst ihr hier halt wiederholbare Quests machen. Das Problem ist für viele Leute, dass sie hier einfach durchrushen, was das Leveln angeht. Und am Ende dann knapp 4000 Ruhm oder so sind das. Ja, nicht mal. Das sind, glaube ich, so 3500 oder so. Ja, an Ruhm bekommen. Ich kann ja mal nachgucken, wie viel Ruhm ich bei der
Wüste habe. Da ist das nämlich genauso. Hier. Da steht's. Und zwar, welche der Prophezeiung ist, Sumpf der Gnade. Ja, gut, das ist das Anfangsgebiet. Es steht ganz unten. Okay. Blauhimmelverteidiger, das ist, Himmel oder Dschungel. So 3000. Ja? Ihr habt dann. Oder 2800 hier. Abendrotwüste. Und da müsst ihr nochmal knapp 3000 Ruhm nochmal machen. Und jede Quest gibt so. Am Ende gibt dem die Quest. Ich weiß nicht, geben die hier noch 60? Kann sein, dass die hier nur 60 Ruhm geben. Und ja, damit dürft ihr euch dann abmühen. Das ist total Freude, immer wieder dieselben Monster hier zu klatschen. Vor allem, wenn die Quest einem nicht mal mehr EP bringt. Ja, das kann nämlich auch passieren. Das ist ja durchaus möglich, dass man so gelevelt hat, dass das Ganze nichts mehr bringt. Ja. Aber, wenn man dann die Belohnung hat, nämlich diesen Ring, dann denkt man sich schon, ja, irgendwie, vor allem, wenn man das mit Leuten zusammen macht. Also, wenn man sagt, okay, Leute, wer braucht denn noch im Hurricane Becken Ruhm? Oder hilft mir jemand beim Ruhmfarmen? Es ist ja auch scheißegal, ob die Leute jetzt 75 sind oder 60, 55, ja, die können alle mitmachen. Und je mehr mitmachen, desto schneller geht's natürlich. Ist ja klar. So, wir können inzwischen schon Intelligenzjuwele Level 2 auswählen bei dem Buchfest. Das ist cool. Und ja, meine Befürchtung hat sich bewahrheitet. Ich brauche jetzt die Regenbogenpieper. Und zwar brauche ich von denen sonderbare Feder. Ja, ist cool, ne? Das ist echt cool. 11 Stück davon. Das heißt, ich darf mehr, deutlich mehr als 14 jetzt nochmal rumkloppen. Aber die sind ja schnell tot. Also das sind ja hier die die Viecher sind am schwächsten hier im Gebiet. Am schwächsten. So, ja. Da kommt der Ösche wieder durch. Die können das nämlich nicht. CH geht gar nicht bei uns in Aachen. Ja, also. Die droppen ganz gut, nicht? Aber ja, was soll's. Geben halt KP. Und im Moment sogar noch durch die Glücksbringer 25% KP mehr. Ja, cool. So. 4 von 11. Soweit so gut. Alles. Alles hier Geschmack. Noch früh am Morgen könnten uns so viel Zeit lassen, wie wir brauchen. Ja, allgemein, wenn ihr Quests macht, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Lasst euch nicht von anderen Spielern hetzen, das bringt eh nichts. Ihr solltet euren eigenen Speed wählen, auch die eigene Levelgeschwindigkeit und euch dort nichts von der Gilde vorschreiben lassen, ja, um Gottes Willen, ja. Das Spiel soll Spaß machen. Gilden, die sagen, du musst aber jetzt heute Level 55 schaffen oder bei mir halt Level 58, die, ja, haben nicht ganz verstanden, dass es immer noch nur ein Spiel ist. Natürlich, man kann hohe Ziele haben im Sinne von beste Gilde auf dem Server und so weiter und so gut, aber man sollte ein gewisses Maß nicht übertreffen im Sinne von zu viele Zwänge machen, weil dann macht das Spiel einfach keinen Spaß mehr, selbst wenn man erfolgreich ist. Ja, wenn man wirklich sich gezwungen fühlt, jedes Mal da zu sein und ja, scheiß auf L, das ist unwichtig hier, das Spiel ist viel wichtiger, dann macht das ja überhaupt keinen Sinn. Also, das ist ja allgemein. Also, das gilt jetzt nicht nur für Eden Eternal, sondern für jedes andere MMORPG. Ja? Lasst euch nicht vorschreiben, was ihr zu machen habt. Zur Not geht ihr einfach aus der Gilde raus. Ja? So einfach ist das. Sucht euch eine andere. Und sagt dann, ey, ja, ich kann nicht so viel spielen, beziehungsweise bin ich nicht so schnell beim Leveln, ist das denn okay, bla bla bla, blub blub. Weil, ja, ich sag mal so, zu sagen, ey, du musst heute Level 57 werden, ist einfach. Zu sagen, hey, ich helfe dir heute Level 57 zu bekommen, ist theoretisch auch einfach, aber es macht kaum einer. Und ja, eigentlich sollte nur jemand, der auch wirklich hilft, sagen, okay, komm, wir machen heute Level 57, Level 58 zusammen, hier, ich helfe dir, ja, dann geht's schneller, zieh dich ein paar Mal durch die Herausforderungsinstanzen, dann haben wir das, ja, bei mir, ich mache jetzt zwei Quests, damit ich das, so, und gutes, ja. Das wäre in Ordnung, aber zu sagen, ey, ja, du musst jetzt gucken, wie du alleine heute Level 58 wirst und
Das ist ja jetzt bei 58 noch einfach, ja, da weißt du, okay, cool, ich mache jetzt einfach meine Hauptquest und dann werde ich relativ schnell Level 58, okay, kein Problem, schaffe ich. Aber wenn man dann redet von Level 70 oder Level 69, Level 69 ist im Moment so ziemlich das schwierigste Level, weil danach kommen einfach so Quests, da machen viele Leute noch mit, ne, und dann kannst du kann man eine Fünfergruppe machen und dann kann man relativ schnell leveln. Aber Level 69 gibt es diese Gruppen noch nicht. Ja, scheiße, ne? Da muss man das alleine machen. Aber sobald man Level 70 ist, ist alles cool. Ja? Da geht schnell das Level, wenn man will. Und die nötigen Leute dafür findet. Ja. Gut, ich habe gerade wieder einen EP-Ausreißer Amok gemacht und es ist einfach immer wieder geil, wie viel KP man dadurch bekommt. Also, ja, das ist cool. Das braucht man auch. Ja, man sieht es ja hier, ne? Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder so, meine Klasse ist erst Level 43. Und ich mache drei Viecher EP-Ausreißer-Amok, die jetzt nicht gerade wenig KP und EP geben, auf die Level 55 sind. Und das bringt dann letztendlich doch nur so wenig KP, dann ist das schon ein bisschen scheiße. Ja? Sollte mehr gehen. Deutlich mehr. Dann würde man nämlich auch mit den Klassen hinterherkommen. So ein bisschen. Geht ja wenigstens darum, dass eine Klasse auf dem Level ist, was der Charakter hat. Es geht ja nicht darum, dass alle Klassen auf dem Level sind. Aber nicht mal eine. So. Ich darf jetzt die Reichsseelen machen. Und den Reichsseelenwächter und den Reich Todesältesten. Ja, Reich. Oder Rike. Ja, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und, ja, das ist in dem Sinne ganz einfach, weil es nur 9 Stück jeweils sind. Ja. Also letztendlich sind das ja jetzt 27 Mobs, das heißt, ich spare mir einen Mob als im Vergleich zu, wenn ich von all zwei Viechern 14 bekomme, ja? Also einsparen ist ganz gut, cool, ne? Also normalerweise stehen hier mehr. Oder die stehen einfach anders. Ich dachte immer, dass hier auf beiden Seiten Menschen stehen. Na ja, gut, man kann sich ja auch mal irren, ne? Ja, Hurricane Becken kenne ich auch sehr gut. Weil Gedönse, ja, Ruhmfarm, habe ich ja schon gesagt, Hurricane Kreisel, den habe ich mir natürlich auf meinen anderen Charakter schon geholt. Da will jemand wiederbelebt werden, aber, ja, in den Zittergipfel komme ich noch nicht. So, ja, man sollte aufpassen beim Spielen, selbst wenn man, nicht Let's Playt, ja, nimmt das ernst. Ja, das ist ganz wichtig, weil wenn ihr sterbt, verliert ihr auf jeden Fall, solange ihr kein Lebensblatt habt, 2,5%, wenn euch jemand belebt. Wenn ihr euch niemand wiederbelebt und ihr auf 4 beleben drückt oder wiederbeleben, ja, je nachdem, kommt auch selber hinaus, dann verliert ihr 5%. Und das ist ziemlich ärgerlich. Aber in der Instanz könnt ihr ja so oft sterben, wie ihr wollt. Auch hier wieder mit dem richtigen Equipment wird es natürlich auch schwieriger auf der Map zu sterben. Also wenn ihr eine vernünftige Ausrichtung habt und gleichzeitig noch ein bisschen aufpasst, dann wird das Sterben echt schwer. Also man sieht es jetzt schon hier, ne? Also letztendlich, die Monster, die sind so schnell tot. Das Einzige, was mich töten könnte, wäre, dass ich nicht aufpasse, mein Mana weg ist und ich dann dumm aus der Wäsche schaue. So, die Todesältesten sind hier. Ja, das ist auch noch eine Reich-Seele, von denen habe ich zwar schon 9, aber mein Gott, da kill ich die halt auch noch. Wenn die so auf den Tod abgesehen hat, will ich hier denken. So. Ja, es geht weiter mit den Todesältesten, auch von denen brauchen wir 9. Die sind halt nur hier hinten. Vorne hat man die Seelen und die Seelenwächter. Hier hinten hat man quasi eigentlich nur Todesältesten, ne? Also ich sehe hier gerade keine anderen Mobs, dafür ist hier aber auch deutlich weniger los, ne? Aber bekanntlich, die Geisterstadt gehört den alten Leuten. Was sind das eigentlich? Das sind Frösche, ne? Ey, cool, das sind meine Homies. Ihr wart böse.
Uhrzeit zu sterben ist ziemlich scheiße. Also so früh am Morgen, am Wochenende, ist kacke. Ist ja niemand da, der einen wiederbelebt. Schade. Ich würde es ja gerne machen, aber wie gesagt, ich kann doch nicht in den Zittergipfel. Dafür bin ich viel zu low. Also, aber... Warum ist der mit 63 hin? Ah, gut, 63 kommt hin. Ja, ist ein bisschen unterlevelt. 64 so. 64, 65, das ist Zittergipfel. Ah, wobei 63... Ah, kommt schon hin. 63 kommt schon hin. Ja. 63, 64... Ich habe das ja schon mal gesagt. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Pro Level Cap kommt eine gewisse Anzahl an Maps dazu. Dementsprechend kann man auch ungefähr sagen, auf welchem Level die Maps sind. Beispielsweise nehmen wir jetzt den Sumpf des Verfalls. Der Sumpf des Verfalls ist 55. Dann kommt das Hurricane Becken. Das ist 57 jetzt am Anfang gewesen, ja? 54 auch am Anfang gewesen, ja? 54, 55 so. Und jetzt inzwischen sind die Quests hier halt auch schon wieder 57, die kann man aber halt auch schon vorher machen, bevor man so hoch wird. Dann bin ich mir nicht sicher, ob erst das Hochland, ich glaube, dann kommt erst das Hochland und dann kommt der Schlangenwald. Ja? So läuft das halt immer ab. So, ich habe das Buch wieder beendet, ist cool, ne? Hier so, also die Buchquest und jetzt geht's weiter mit der nächsten Quest, die Angriff heißt, ja. Angriff! Ja, ich will nicht schreien, ne? Es ist früh am Morgen. Könnte irgendjemand noch im Bett liegen und deswegen aus dem Bett rausfallen. So. Laufquests sind in dem Sinne immer schön, dass man hier einfach rumläuft. Oh cool, ich bin ja Level 58 geworden. Cool. Ich krieg das einfach nie mit. So. Sammle Seelenwiederbelebungszauber von Charlotte. Okay, machen wir das. Charlotte. Ich gehe mal auf meinen Packer, weil ich das Gefühl habe, dass der Weg ein bisschen länger macht. So. Kann meine Skills wieder uppen. Ihr seht ja, dadurch, dass ich Vorbeugen und Stammesgegenangriff noch nicht hochgezogen habe, das kann man halt später machen. Oh. Neues Gebiet. Der Hexenwald. Was? Der ist schon mit 58 betretbar? Krass. Das ist jetzt echt krass. Weil eigentlich ist der Hexenwald mit einem 65er Cap eingeführt worden. Ja? Macht hier Sinn. Ich hab's ja schon mal gesagt. Wenn das Hochland und hier alles 60er Cap ist noch, dann ja. Und man kommt schon mit 58 in den Hexenwald rein. Krass. Also wenn das so weitergeht, dann ist wirklich so, dass ich erst im Zittergipfel keine Quests mehr habe. Das ist wirklich Wahnsinn. Hm? So. Ja, Charlotte ist ganz hinten, wie ich es mir gedacht habe. Da haben wir sie. Junge Froschdame hier. Gut aussehend, sexy und so. Aber du musst jetzt sterben, weil du böse bist. So. Das war einfach. Na? Obwohl ich nicht zu Obi gegangen bin, war das einfach. Und, ja, jetzt kann ich die Quest wieder abgeben und neue Prozentchen holen. So. Ja. Und, meine Klasse, ja, im Moment sind es 15 Level, ja, klar. 15 Level scheiße, ne? Aber meine Klasse ist ja auch schon bei 88%. Ja, die Scheiße ist einfach, in dem Gebiet gibt es ja keine Instanz. Und die Instanzen machen so ein bisschen die Klassenlebensversicherung. Aber je mehr Kills es gibt, je mehr Quests es gibt, desto größer wird halt die Spanne. Dazwischen, bis die Monster mehr so viel KP geben, im Vergleich zu EP, die man durch Quests bekommt, dass man mit der Klasse wieder hinterherkommt. Ja? Das wird irgendwann mal eintreffen. Ja, ich nehme mal wieder den Stoffhandschuh hier, des Dämonengedönse da. Ja, der ist ein Level höher als den ich vorher genutzt habe. Und gleichzeitig muss ich jetzt zu einem anderen NPC gehen, um dort die nächste Quest zu nehmen. Ja, schon wieder laufen nur hier, ja, das ist ja cool. Sprich mit Edval und Kai.
Also ich hätte ihn ja Edwall genannt. Ne? Edward. Edward, nicht Edwall. Das ist eine Edwand. Eine Edwand, eine Edmauer. Ja? Cool. Ja, jetzt muss ich wieder mit Lelos reden. Der hat mir, glaube ich, eben erst die Quest gegeben, ne? Hey, kannst du mal ein paar Homies fragen? Die wohnen auch nur um die Ecke hier. Ja, klar, kein Problem. Ich habe meinen Packer dabei. Geht alles super. Wehklagen 2, Irrenhausapotheke. Kommt mir sehr bekannt vor, Mutant. Ja, liegt daran. Ganz einfach. Das ist wie die Kirchenbibliothek, nur dass wir jetzt noch Alchemieausrüstung sammeln müssen. Ne, besiegen müssen, ja? Geil. Wir müssen Alchemieausrüstung besiegen, also zerstören. Ja, Leute. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Und dann haben wir ungefähr die Hälfte hier vom Gebiet fertig. Und das passt auch ganz gut, weil dann wahrscheinlich das Video wieder vorbei ist. Und die andere Hälfte gibt es dann im nächsten Video. So, hier haben wir schon mal die Mutanten. Ja, das sind auch wirklich Mutanten. Also die sind ja wirklich hier. Die stammen aus Experiment XY. So. Ja, die Mutanten. Gern gesehen auf der Party, solange sie die Ausrüstung nicht zerstören. Aber das mache ich. Ich zerstöre die Alchemie-Ausrüstung. So. Was ich mich frage, hat dieser stylische Alchemister, der nebenbei nicht stylisch ist, und der Irrenhausapotheker, haben die dafür gesorgt, dass die Mutanten. Aber wer waren die Mutanten dann vorher? Vielleicht waren das auch mal Irrenhausapotheker. Oder stylische Alchemisten. Wer weiß. Fragen, die die Welt bewegen. Ja. Da. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich nur 7-mal die Ausrüstung da kloppen muss. Ne? Das geht nämlich dann auch relativ schnell. Und gleichzeitig kann ich ja 9 Stück von den anderen Viechern kloppen. Das ist ja kein Problem. Kümmere ich mich ein bisschen mehr um die Monster als um die Ausrüstung. Ja, läuft gut, ne? 2 Irrenhausapotheker, aber 4 Ausrüstung. Ja. Die Ausrüstung ist halt leichter zu besiegen. So, mein Mana sagt wieder, du solltest einen MP-Trank nutzen. Dann mach ich das mal. Ja, Irrenhausapotheker. Noch einer. Ich bin gut dabei, was die Quest angeht. Aspekristall, ja, kann man immer gebrauchen. Kann man immer gebrauchen. Kann man theoretisch auch verkaufen. So. Noch ein Mutantchen. Und dann habe ich die Quest da abgeschlossen. Ach, oh, noch aus der Apotheke habe ich auch genug für die eine Quest. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die stylischen Alchemisten für die Hauptquest. Hier sind ja ein paar. So. Jetzt brauche ich aber immer noch 2 stylische Alchemisten für die Buchquest. Am Eingang waren ja ein paar. Da ist einer und da unten ist noch einer. So. So. Wir kriegen einen Erfolg und das heißt wieder 2 Erfolgspunkte. Coole Sache. Und ich schau mal gerade auf welchem Rang ich in der Held des Monats-Rang ist mit 58. Ja, schade, ne? Relativ niedrig. Aber was will man machen? Ja, und jetzt gehen wir zu einem NPC, der ein bisschen blöd steht. Im Sinne von, haha, direkt bei Monstern. Trank der Mana-Explosion natürlich. Ja, nee. So. Und das wäre dann die nächste Quest, die dann auch einhergeht mit der nächsten Buchquest. Desaster Gespenst.
und Desasteropfer. Aber vorher Auslöcher besiegen. Den muss man Sperling brechen. Kann es nicht brechen. So, auch den gebrochen. Coole Sache. Ha, eine Kette bekommen. Cool. Ketten sind gut. Genauso gut wie Ringe. Lida Lorenz, okay. Ach, das ist noch aus dem Sumpf des Verfalls. Ein Monster. Ja, falls ihr euch wundert, so ein Tier haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, ist noch von gestern, vorgestern. Auch den Erfolg mitgenommen. Geiz ist nicht geil, okay. Die etwas andere Saturn-Werbung. Hallo, Sperling. Deine Aufgabe zu brechen. Sondern immer den, den Befehl geben. Broken. So. Ist dann aber auch schon der letzte. Und während ich hier noch rumkloppe, sage ich schon mal, ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja. Ich hoffe, es war auch wieder informativ so ein bisschen. Und mit dem letzten Erfolg für heute sage ich ja dann auch wirklich Tschüss. Noch schnell verkaufen. Denn die Sachen sind sonst beim nächsten Video einfach im Inventar. Noch mit Meteor aktivieren. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Yamael.